Und damit herzlich willkommen hier bei Tomb Raider auf meinem Channel. In der letzten Folge haben wir das erste Gebiet hier ein wenig erkundet, haben schon ein, zwei Sachen gefunden, allerdings bei weitem nicht alles. Und haben dann mal unseren lieben Freund Roth, können wir den eigentlich nochmal ansprechen? Ja, gerettet bzw. verarztet mit dem Arztkoffer-Ding. Seine Tasche, die wir da oben von dem Riesenwolf wieder beschafft haben. Was hast du denn noch zu sagen? Ich habe solche Sprechschwierigkeiten. Was ist da los? Ich rede zu schnell, glaube ich. Entschuldigung. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor? Was glaubst du, wer diese Leute sind? Gewalttätige Fanatiker. Irgendein Kult. Aber organisiert. Sie waren auf uns vorbereitet. Achso. Gut. Können wir denn noch etwas... Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ist schön, dass sie jedes Mal, wenn man sich ans Lagerfeuer setzt, die erstmal ihren Tagebucheintrag vorträgt. Meine Güte, dann müssen wir uns den wenigstens hinterher nicht nochmal anhören. Jedenfalls, obwohl hier haben wir immer noch die Hintergrundgeräusche. Ich will hoffen, dass die jetzt nicht so störend sind. Zur Not hören wir uns die einfach hinterher nochmal an. Aber ich glaube nicht, dass das nötig wird. Wir werden erstmal einen Fähigkeitenpunkt noch verteilen. Was haben wir denn? Wir könnten... was haben wir hier? Knochensammler plündern sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten sie zu dem Blablabla, ja, Pfeile wiederfinden. Das ist an für sich auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Plünderung. Ja, gut, aber was haben wir denn bei Jäger? Gemeistert. Können wir hier nochmal? Ne, das können wir nicht. Ab wann können wir das denn? Rang 2. Oder brauchen wir dafür 2 Fähigkeitenpunkte? Nee, ne? Wo sehen wir denn unseren Rang? Das haben wir gemeistert, das haben wir gemeistert. Okay, dann werden wir erstmal... Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Genauso wenig wie tierische Instinkte. Blablabla. Ich finde, wir sollten erstmal die Pfeile wiederfinden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nützlich. Damit das... Wenn... Oh, da ist aber ziemlich wenig, was sie hier haben. Das haben wir. Hier könnten wir noch, aber das brauchen wir nicht. Ach, das ersetzt jetzt unseres. Okay. Ja gut, aber dann sparen wir halt noch mal ein bisschen. 3 von 10 Tagebücher. Ja, ist okay. Das ist ja aufs gesamte Spiel jetzt. Okay, die Wände werden uns jetzt als Kletterwand angezeigt. Ja, das ist ja jetzt aufs ganze Spiel dann bezogen. Die Tagebucheinträge. Ja gut, wir haben zwar nur einen Haken, aber Lara ist ja eindeutig Spider-Man. Beziehungsweise Spider-Woman. Die hat Saugnäpfe an ihren Fingern und an ihren Fußsohlen. Da kann sie einfach an den Wänden hoch. Aber dann auch nur... Nehmen wir hier nochmal. Nur linke Hand und die beiden Füße. Die rechte Hand hat sie das leider nicht. Deswegen muss sie hier dann den Kletterhaken benutzen. Logische Erklärung, finde ich. Okay, dann muss ich wieder wieder E drücken. Sonst falle ich runter. Okay, gut zu wissen. Geheimes Grab in der Nähe. Okay.
Da oben oder was? In der Höhle? Muss ich eigentlich durch die Höhle durch? Oder ist das einfach nur... Wo muss ich denn hin? Da oben. Also gehe ich erstmal in die Höhle hinein. Da konnten wir auch nochmal klettern. Ich hoffe ja, dass ich da die Schatzkarte finde. Wir werden auf jeden Fall nett begrüßt von dem Kollegen Skelett hier. Moin. Ich nehme dann auch mal die... Nicht? Nicht die Pistole in der Hand? Okay. Ich meine, hey, warum denn auch? Ich meine, ich sehe ja auch keinen Grund, warum man das hier tun sollte. Okay, das ist nochmal eine Höhle. Ich will hoffen, dass die jetzt nicht einmal komplett da außen rum geht. Kann ich hier nochmal runter? Ich möchte die Schatzkarte finden. Bitteschön. Moin, Leute. Na? Achso, wir sind einmal... Natürlich. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Okay, wir könnten langsamer laufen, aber nicht schneller. Wir können hier einfach nicht sprinten. Doppel-W auch nicht. Like Minecraft-Style. Ach, jetzt. Okay. Stalaktiten und Stalagmiten. Kurzer Exkurs, wie kann man sich das merken, was Stalaktiten und was sind Stalagmiten? Stalagmiten sind unten und Stalaktiten sind von oben nach unten, weil die von wie T... Okay, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. ein neues Lager. Muss ich mich da eigentlich einmal ransetzen, um das zu aktivieren? Mache ich einfach mal. Schön, dass die Fackel weg ist. Ist das jetzt Lager 2 von 5? Okay. Ich nehme aber bitte noch ein... Achso. Noch einmal Feuer mit. Dankeschön. Um es hier auch gleich wieder zu löschen. Nice. Ist das das Grab? Nee. Oder? Doch hier, da sind wir rein. Wir erkunden jetzt wahrscheinlich die Grabstätte. Schubsen? Okay. Gut. Unsere kleine Bauchrednerin. Einmal kurz gucken. Da kann ich nur die sehen. Okay, wir brauchen anscheinend da erstmal irgendein Gegengewicht drin, damit wir da rüberkommen. Das heißt... Beziehungsweise... Wir holen uns Feuer. Von wo eigentlich? Da oben wäre Feuer. Unten noch irgendwas? Nicht, dass ich es so sehen würde. Komm schon. Ja. Ich hätte gerne Feuer. Komm schon, es sind Kerzen. Kerzen ist Feuer. Da komme ich nicht. Wo kommt hier eigentlich das Wasser? Aus dem Stein oder was? Erstmal gegentreten. Batz, Junge. Ich meine, wenn ich schnell genug bin. Könnte das reichen? Ja, das hat gereicht. Kann ich zumindest hier einmal das anzünden. Den anzünden. Überall mal die Leichen befreien. Na, ist da auch eine Leiche drin. Ein Stiefel.
ansonsten Skelette. Nice. Ach so. Genau, jetzt schubsen wir den hier nochmal runter. Stups! Weil dann können wir uns da nämlich hochziehen. Hopp. Alter, die hat aber auch Kraft in den Ärmchen. Hopp. Nein. Und dann? Ah, okay. Natürlich. Schon wieder ganz vergessen, dass wir auch noch so einen Haken an der Hand haben. Ja, nice. Das hat funktioniert. Jetzt nehmen wir uns noch mal kurz ein bisschen Feuer mit. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Düdlidididdi. Sweet, erstmal einen Fluch abholen. Okay, was hast du dir jetzt eingesteckt? Schrott. Okay. Nee, da war die Schatzkarte drin. Nice, jetzt sehen wir hier alles. Sehr cool. Das ist noch gelockt. Das ist noch gelockt. Moment, sind das... Ah, wahrscheinlich, weil ich die Fähigkeit noch nicht dafür habe. Wir erinnern uns, letzte Folge. Falls nicht gesehen, letzte Folge einmal angucken. So, jetzt sollten wir aber auch die Grabstätte... Genau. Einmal erkundet haben. Wir nehmen nochmal kurz Feuer mit für die Dunkelheit da drüben. Könnten die hier, glaube ich, auch eine Schnellreise machen, aber nee, wir sind ja schnell wieder durch. Außer jetzt natürlich, weil die liebe Frau Croft meint, ich watschel hier einmal langsam durch. Belohnungsorte? Hä? Meint sie das jetzt? Ja, lass mich doch jetzt mal... Meine Güte. Nunter mit dir. So, draußen gallert es immer noch. Wir werden jetzt aber... Erst einmal, bevor wir jetzt da weiter hochgehen, einmal kurz das mitnehmen, was ich denn... mitnehmen kann. Zum Beispiel... Wie komme ich da hin? Da muss ich doch irgendwie nach da oben, oder nicht? Wie komme ich denn da hin? Ja, selbe Höhe. Da, wo die Glocke ist. Okay. Ah, oder gibt es vielleicht irgendwo eine Kletterwand um da? Moment. Okay, ich dachte, ich kann mich da festhalten. Da oben möchte ich gerne hin. Irgendwo Kletterwand oder so? Nein? Ich werde nochmal gucken, ob ich von hier aus da irgendwo hinkomme. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, hey, komm. Okay, von hier auf jeden Fall nicht. Nein, nicht dran vorbeispringen. Ich möchte einen Wandsprung. Wandsprung! Okay, wieso komme ich da nicht hin? Ja, hier? Hallo? Nein? Okay. Wie komme ich denn da hin?
Und alle im Chat wahrscheinlich, da kommst du noch nicht hin. Das ist erst später. Hier auch nicht. Ärgert mich. Kann ich hier noch irgendwo hochklettern dann? Nein. Okay. Da, schon wieder. Da komme ich wahrscheinlich dann von da irgendwo rüber. Will immer mit Shift laufen, aber dann macht er nur. Kann ich eigentlich? Vogel! Das wollte ich nicht! Entschuldigung, Hühnchen! Ich hab auf den Raben gezielt und der Pfeil ist vom Stein hinter dem Raben abgefeilt und voll in das Hühnchen rein. Oh no, ich habe ein Hühnchen gekillt. Okay, das war zu hoch. Oh, es tut mir voll leid. Hoppala. Ich bin normalerweise so safe the chicken. Aber das hat jetzt ja nicht so gut funktioniert. Aber gut. Dann laufen wir halt erstmal. Erstmal darüber. Dieser Sprung. So. So, und wieder E drücken. Dann klettern wir hier mal hoch. Wir kommen ja sowieso wieder zurück in dieses Gebiet, weil wir ja noch den lieben Kollegen da unten liegen haben. Beziehungsweise mittlerweile sitzen haben. Gucken, ob ich hier eine... Da... muss ich anscheinend rüber. Und hier hüpf. Schön, dass ihr... Hallo. Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Hätte ich noch ein bisschen länger warten sollen? Um beide abzufackeln? Okay, wenn die Gefahr vorüber ist. Dankeschön! Dankeschön! Hallo Hühnchen! Hallo Geocache! Hier komme ich doch hoch! Dann halt so. Ich hätte bestimmt noch warten können. Wollte ich aber nicht. So, dann gehen wir mal hier zu dem Kollegen rüber. Können wir hier unseren Pfeil wieder mitnehmen? Anscheinend. Beziehungsweise nein. Weil wir voll sind. Dann nehmen wir das aber nochmal mit. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt.
Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ja, okay. Wenn die Sonne und Regen so beeinflussen kann, ne? Da hat die anscheinend gerade schlechte Laune. Soll die mal ihre Basis chillen und mal ein bisschen Sonne walten lassen. Wo muss ich überhaupt hin? Nach da ganz oben. Okay. Da ist noch eine Stadt, die ich nicht anzünden kann, weil ich da hinten das Feuer vergessen habe. Hallo Feuerchen. Hallo Loot. Loot, Loot. Jihüpp. Anzünden. 2 von 10. Ich werde wahrscheinlich von da nach da nach da gesprochen. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und klettern da hoch. Beziehungsweise gucken hier ein. Nein, gar nichts. Kletterwand nur. Vogelnest. Aber wie komme ich da ran? Oder ist das Vogelnest noch gesperrt? Geocache? Reliquie? Vogelnester werden hier gar nicht angezeigt. Ich dachte, ich war hier oben schon. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Wahrscheinlich. Da ist ja auch noch ein Preisschild dran oder so. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Okay. Ja, kannst ja mal dein Testkit rausholen und gucken. Moment, hier. Auf die Box. Nein, auf die Box. Nice, so komme ich hier hoch. 2 von 5. Und ist so nix mehr. Du doofes Mädel. Zack, halt. Kann ich hier drunter noch? Ist ja natürlich ein sehr ausgepufftes Versteck. Sagt man ausgepufft? Hört sich irgendwie falsch an, aber doch irgendwie richtig. Ja. So, dann gehen wir doch mal weiter. Alter, ich bin so froh, wenn der Regen aufhört, ne? Da geht mir mittlerweile richtig auf den Zwirn. Hier kann ich auch noch nicht rein. Da auch noch habe ich was übersehen. Jeha! Schön. Dann wieder einmal nach oben. So, da war ich jetzt gerade. Also muss ich hier weiter.
Schön, dass das alles auseinanderfällt. Ich habe gerade sehr viel Vertrauen in diese... Ja, genau das. Alter, ich dachte schon, ich hab's verkackt, weil ich in den einen Moment gerade nochmal zurückgelaufen bin. Dass mir dieser kleine Bruch fehlt. Danke. Yay. Bitte, das muss alles nicht sein. Nix. Moment. Nein, danke. Ah! Junge, was hältst du aus? Ich dachte, den Typen hier kann man anzünden, beziehungsweise in die Luft jagen, wenn man auf sein Behältnis schießt. Auch schön, dass die mich einfach so mitbekommen haben. Hätte ich runter klettern können, damit die mich nicht bemerken? Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Vase. Kaputt. So. Toll. So, was haben wir denn hier? Dieses Gebiet. Ich kann wahrscheinlich hinterher die Gebiete nochmal alle nacheinander durchqueren. Ich hoffe, dass ich das vor der Schlussszene machen kann. Und dann nochmal alles zu sammeln. Denn jetzt sind wir schon wieder im neuen Gebiet und da ist nicht so viel versteckt. Und was in diesem Gebiet ist, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Tomb Raider. Bis zum nächsten Mal. Ciao.